Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Heute gibt's ein Basic-Rezept. Ich zeige euch, wie man Hefeteig zubereitet, auch ohne Küchenmaschine. Und daraus werde ich gleich ein Monkey Bread zubereiten. Und zwar ist es so eine Art Zupfbrot, aber eher Zupfkuchen, denn ich mache es jetzt ganz süß und in süßer Variante. Das ist dann ein Gebäck, was man schön abzupfen kann. Jetzt stelle ich mir im Kopf die Frage, warum heißt es überhaupt Monkey Bread? Warum heißt es Monkey Bread? Das heißt Monkey Bread, weil die Verbraucher das Brot mit den Händen einfach abzupfen wie ein Affe. Weil die Verbraucher das Brot abzupfen wie ein Affe. Ja. Ich habe schon viele Affen im Dschungel gesehen, die ihr Monkey Bread mit den Händen abzupfen. Nicht. Okay. Ah, die Menschen, die erfinden halt immer eine Geschichte drumherum, ne? Egal, wir stellen jetzt erstmal den Hefeteig her. Ich zeige euch mal kurz die Zutaten. Für den Hefeteig nehme ich einen Würfel Hefe, 20 Gramm warmes Wasser, 50 Gramm Zucker, etwas Vanilleextrakt, 500 Gramm Mehl, einen Teelöffel Salz, 230 Gramm Milch, zwei Eigelbe und 80 Gramm weiche Butter. Ja, also normalerweise würde ich den jetzt einfach mit der Küchenmaschine verkneten, vorher kurz die Hefe mit dem Wasser und Zucker verrühren. Bei der Küchenmaschine habt ihr einfach den Vorteil, dass ihr die beiden Hände frei habt. Das heißt, ihr könnt in der Zeit was anderes vorbereiten. Ihr könnt aber auch ein Handrührgerät nehmen mit den Knethaken vorne und da aber wirklich nur am Anfang den Teig kneten. Und je fester der Teig wird, umso schwieriger wird es fürs Handrührgerät. Also dann einfach am besten die Hände danach nehmen. Aber ich will euch jetzt zeigen, dass jeder Hefeteig zubereiten kann. Also nehme ich jetzt einfach die Hände. So, Hefe, Zucker und Wasser verrühren. Und ich nehme auch am liebsten frische Hefe. Es macht auch wirklich einen Unterschied. Man kann zwar, sagt noch die Industrie, immer Trockenhefe nehmen. Zwei Päckchen entsprechen einem frischen Hefewürfel. Aber ich finde frische Hefe, da sind halt die Hefekulturen auch aktiv. Und ich finde, es funktioniert besser und es schmeckt mir persönlich auch besser mit frischer Hefe. Und ihr könnt die auch gerne auf Vorrat einfrieren. Also ich habe eigentlich immer Hefe im Haushalt, hole dann immer gleich so einen ganzen Block im Supermarkt, also so einen Karton. Und kannst dann einfrieren und dann bei Bedarf einfach auftauen. Hefe, Zucker und Wasser sind verrührt. Bisschen Zucker habe ich hier noch. Und jetzt braucht ihr auch keine Schüssel. Ihr nehmt einfach eure Arbeitsfläche, die saubere Arbeitsfläche. Da kommt das Mehl jetzt drauf, in die Mitte eine Mulde. Das Salz kommt jetzt hier an den Rand. Es ist nämlich immer besser, wenn zuerst die Hefe mit dem Zucker verrührt wird. Und jetzt kneten wir den Teig so. Die Milch, die erwärme ich jetzt gerade noch. Und jetzt kommt die Hefemischung hier in die Mitte. Und ich schütte sie auch gerne mal daneben. Dann der restliche Zucker. Und jetzt rühre ich immer erstmal mit einer Gabel. Immer ist jetzt auch gut gesagt, ich mache den meist, wie gesagt, mit der Küchenmaschine. Aber ihr könnt den Teig schön auch per Hand verkneten. Und jetzt einfach rühren, nach und nach auch die Milch dazugeben. Und so erspart ihr euch erstmal eine große Sauerei mit den Händen. Und ich nehme hier mit der Gabel jetzt immer mehr Mehl vom Rand dazu. Und wenn ihr nicht so eine robuste Arbeitsplatte habt, dann nehmt am besten einen Silikonlöffel, bevor ihr euch die Arbeitsplatte zerkratzt. So, und jetzt ist die Gabel am Ende. Ich nehme jetzt gleich die Hände. Oh, hat sich gereicht. Kann man das bitte so genau in den Vlog schreiben? Jetzt ist die Gabel am Ende, ich nehme die Hände. Okay, und jetzt kommen einfach alle restlichen Zutaten dazu. Also die Eigelbe. Immer schön alles auskratzen. Etwas Vanilleextrakt. Bei der Butter macht das jetzt am besten so. Nehmt einfach die Butter mit der Hand raus. Dann habt ihr schon mal fettige Hände. Und jetzt einfach den Teig zusammenkneten. Und jetzt wirklich so lange kneten, bis ein schöner, geschmeidiger Teig entstanden ist. Und da ist auch immer ganz gut, dass die Milch ein bisschen warm ist. Und ihr merkt jetzt auch, wie sich die Konsistenz des Teiges ändert. Das heißt, eigentlich hat echt mit Handkneten den Vorteil, dass ihr wisst, wann die Mehlmenge genug ist. Denn je nach Mehlsorte verändert sich auch die Mehlmenge. Ich habe jetzt hier ein Dinkelmehl. Und wenn ihr ein Weizenmehl nehmt, kann es sein, dass ihr einfach 20 Gramm weniger braucht. Ich mache dann immer noch so die
Arbeitsplatte sauber mit dem Teig. Und ihr merkt, ich knete jetzt seit etwa 2 Minuten. Ich bin schon aus der Puste. Aber ihr seht, der Teig, der klebt dann immer weniger an den Händen. Also jetzt wirklich noch schön weiter kneten, bis er nicht mehr klebt. Und einen großen Tipp gibt es noch beim Kneten. Und zwar sollt ihr nicht mit den Fingern hier vorne kneten. Also nicht so. Das bringt dem Teig relativ wenig. Und ihr seht dann auch, dann wird er einfach nicht schön geschmeidig, sondern eher hier mit dem Handballen, okay? Also ich mache das immer so und drücke den Teig sozusagen mit dem Handballen ein. Und dadurch wird er eben schön geknetet. Und ich würde sagen, er ist jetzt schon perfekt. Schön weich, aber nicht klebrig. Jetzt forme ich eine schöne Kugel. Und ihr seht, da nehme ich einfach den Teig von außen nach innen in die Mitte. Drehe ihn dann um, dann habe ich eine schöne Oberfläche. Dann geht er nämlich besonders hübsch auf. Und jetzt kommt er einfach in eine Schale. Ich fette die gerne mit Backtrennspray. Ihr könnt auch Mehl nehmen, damit es später einfach schön rauskommt. Und Backtrennspray auf die Oberfläche oder etwas Öl, damit der Teig nicht austrocknet. Und jetzt abdecken. Und dann etwa eine halbe Stunde bis Stunde aufgehen lassen, bis er sich verdoppelt hat. Wer einen Dampfbackofen hat, kann natürlich auch die Gärstufe benutzen. Da geht es ein bisschen schneller, da verkürzt man sozusagen die Aufgehzeit. Und dann geht es gleich weiter. Jetzt ist der Teig schön aufgegangen. Und ich nehme ihn jetzt heraus. Ich fülle die Teigteilchen jetzt und zwar mit Nougat. Ihr könnt auch gerne Marzipan nehmen oder ein Stück Schokolade, aber Nougat passt echt gut. Und vor allem habe ich jetzt hier ein klassisches Nougat, Nougat Royal, ein bisschen heller und ein dunkles Nougat. Ein dunkles Nougat, einen dunklen Nougat, der oder das, geht beides. Hört sich nur immer ein bisschen komisch an. Naja, und die sind eigentlich auch ganz praktisch, denn ich kann die gleich einfach zuschneiden. Die Nougatstangen, die habe ich jetzt kurz eingefroren, damit sie einfach schön fest sind. Jetzt portioniere ich hier den Teig. Einfach viele kleine Portionen. Also hier habe ich jetzt die Portionen, den Nougat. Dann habe ich hier noch etwas Butter und Zucker. Die Butter habe ich jetzt einfach geschmolzen. Den Zucker gebe ich so noch mit dazu. Und jetzt nehme ich ein Kügelchen, öffne es, lege ein Stück Nougat rein und verschließe es. Und dann lege ich es kurz ab und die werden gleich in der Butter dann gewälzt. Und dadurch entsteht eben auch der Effekt dieses Monkey Breads, dass man es später nach dem Backen schön voneinander zupfen kann, weil die Butter eben die einzelnen Kugeln schön auseinanderhält. Jetzt sind alle gefüllt und ich nehme jetzt hier ein Blech. Das fette ich jetzt kurz und ich habe jetzt hier auch eine Emaillschale, die fette ich auch, denn die wird mitgebacken. Ich fülle da jetzt sogar noch Wasser rein, dann überhitzt zum einen die Form nicht und zum anderen habe ich so einen Wasserdampfeffekt im Backofen. Perfekt, denn ich möchte, dass die Mitte frei bleibt, damit ich hier gleich dann eine Soße reingeben kann. Okay, und jetzt nehmt ihr die Bällchen, legt sie hier in die Butter-Zucker-Mischung. Ich glaube, ich mache das jetzt einfach so und dann lege ich die hier einfach ringsrum rein. So, den Rest gieße ich hier noch so drüber. Yes! Und jetzt kommt das Blech in den kalten Backofen. Dann schalte ich den Backofen an.
Und mit der Aufwärmzeit des Backofens gehen auch die Bällchen nochmal schön auf, werden schön gebacken. Und in der Zwischenzeit bereite ich schon mal eine Vanillesoße zu. Ihr könnt sie selber machen oder auch einfach eine fertige Soße nehmen. Aber selber machen geht auch ganz schnell. Die Vanillesoße geht auch super einfach. Ihr braucht dafür nur 200 Gramm Sahne, 200 Gramm Milch, etwas Vanilleextrakt, 10 Gramm Stärke, 40 Gramm Zucker, eine Prise Salz und zwei Eigelbe. Ich nehme jetzt hier das Vanilleextrakt und ihr seht, es ist schon fast leer, aber so einen Teelöffel bekomme ich noch raus. Und da mache ich es dann einfach immer so, ich spüle es aus mit der Milch, denn dann könnt ihr wirklich das komplette Extrakt aufbrauchen und die ganzen Reste kommen gut raus. Ich kann jetzt hier schon mal alle Zutaten im Topf verrühren. Und jetzt einfach bei mittelhoher Hitze eindicken lassen, kurz aufkochen lassen und währenddessen wirklich immer schön rühren. Jetzt ist alles fertig gebacken und ich habe es auch ein bisschen abkühlen lassen. Die Schale, oh perfekt, die löst sich super. Jetzt schütte ich das Wasser aus, dann kommt die Schale wieder rein. Und die Vanillesoße, die hatte ich jetzt noch abgedeckt mit Folie, damit sich keine Haut bildet. Und wenn ihr die Soße jetzt ganz kalt verwenden wollt, dann solltet ihr vielleicht noch ein bisschen Milch zufügen. Bei mir ist sie jetzt noch warm, daher passt es perfekt. Und die soll ja auch nicht so dünnflüssig sein. Jetzt kommt es hier rein und dann können wir gleich probieren. So, bei diesem Rezept habe ich mir jetzt gedacht, brauche ich drei Verkoster. Kommt. Du sollst nichts anderes essen. Du sollst nichts anderes essen. Was hast du gerade gegessen? Ich habe eine Mandarine gegessen. Bio. Er hat eine Mandarine gegessen. Ja. Bio. Bio. So, perfekt. Okay. Könnt ihr mir einen Gefallen tun? Ja. Kannst du so machen? Und du so? Mhm. Perfekt. Jetzt können die drei Affen das Monkey Bread verkosten. Okay. Weil das Rezept heißt Monkey Bread. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Und ich habe gegoogelt, warum. Weil das sind so kleine Bällchen und die könnt ihr euch jetzt durchs Abzupfen praktisch entnehmen. Mhm. Und dann dachte ich mir so, wieso heißt das Brot so? Weil Affen anscheinend auch ihr Essen abzupfen und es mit der Hand essen. Ja, ja, aber also ich habe noch nie einen Affen gesehen mit Gabel und Messer. Ja, ich habe aber auch noch nie einen Affen gesehen mit süßem Hefegebäck. Habe ich auch noch nicht gesehen. Deswegen frage ich mich, ob die Theorie überhaupt stimmt. Gehen wir da rein? Können wir einen Gefallen tun? Alle an einer Stelle abreißen, weil wir müssen noch Fotos machen. Also, der größte Affe zuerst. Können wir vielleicht zu... Der Gorilla. So. Ja, es geht doch. Okay. Und die sind gefüllt mit Nougat und dann kannst du gern noch in die Vanillesoße tunken. Ist das ernst? Guck mal ganz her. Die sind gefüllt mit Nougat. Wow. Was? Hey, was ist da Nougat? Kannst du mir mal sagen? Mogelpackung. Okay. Okay, ich bin okay, die sind nicht mehr warm, sonst wäre es okay. So. Okay, alles klar. Sieht's aus wie also, so. Also, ich probiere jetzt. Da rein, gell? Ja. Komm, du. Ja. Das ist jeden Nougat. Mhm. Okay. Mit Soße. Boah, weißt du, wie das schmeckt? Übrigens haben die Zuschauer deinen Pullover gefeiert. Den einen bunten da. Boah. Dachte ich mir. Die haben das Rezept alle gefeiert. Ja. Iss mal ganz kurz und sag mal ganz kurz, wie es schmeckt. Pass auf, aber bevor du was erzählst, hast du gegessen? Iss mal. Moment. Ich sag doch drei Affen. Hammer, gell? Mhm. Pass mal auf. Wisst du noch, wo ihr klein wart? Und kennt ihr das vielleicht noch? Bei uns zu Hause? So ein. Wisst ihr noch, wo ihr jung wart? Ich muss das jetzt lachen. Und sag folgendes: Bei mir daheim gab es immer
Nutella-Brot, und zwar gab es erst eine Schicht Butter. Bei dir gab es kein Nutella, bei dir gab es nur Trocker. Milky Way für Arme. Genau, Milky Way für Arme, das war bei uns völlig normal. Du hast Butter genommen und auf die Butter hast du nochmal Nutella drauf gemacht. Mhm. Kennst du? Und genauso schmeckt es, ja? Nur warm. Und ich habe in der Türkei bei unserer Tante immer Nutella mit Rama gegessen, aber die Rama obendrauf. Oh, habt ihr vorher schon gemacht? Nee, ich muss noch leider und dann kann ich es euch wieder geben. Kann ich Nummer 1 haben? Das ist immer gemein, gell? Mhm. Dann gebe ich euch so ein bisschen und dann... Können wir Nummer 1 haben? Mhm. Nicht erst mehr. Machen wir die Fotos. Auf jeden Fall, Leute, bitte macht es unbedingt nach, das ist sowas von genial. Ja. Großes Fingerfood vor allem. Ja, ich finde es auch und das geht echt super schnell, einfach in den Ofen. Das mit dem Schälchen hier, perfekt. Mhm. Und dann? Boah, das ist mitgebacken dann. Ja. Das heißt, die Vanillecreme ist mitgebacken? Nee, also das Schälchen mitgebacken, aber ihr seht ja, es geht gut weg. Und dann habe ich die Vanillesoße auf dem Herd gekocht. Also ich habe noch kurz überlegt, die Vanillesoße mitzubacken, aber ich glaube, das hätte nicht funktioniert, weil die muss man ja rühren. Boah. Mhm. Die Schälze war dann die Stütze, damit es nicht einfällt. Oder? Genau. Und dann war da noch Wasser drin, dann war das der perfekte Wasserdampfeffekt und so weiter. So. Boah, das ist auch cool, wenn du das Ding füllen würdest mit... das Herz hat mit Kräuterbutter. Ja, das kann ich auch. Mit Kräuterbutter füllen. Und dann so eine Salsa oder so. Und dann so eine Salsa. Boah, auch Wahnsinn. Mhm. Auf jeden Fall cooles Monkey Bread. Ja, und coole Monkeys. Ja. Auf jeden Fall macht's gut. Macht's besser. Also, wenn ihr das Rezept nachmachen wollt, in Sallys App oder auf meinem Blog auf sallys-blog.de. Wenn du jetzt die Fotos machst, bis es da ist, ist es ja wieder kalt, oder? Ja, aber es schmeckt auch kalt. Ja, aber ich fand's warm. Wir beeilen uns, okay? Ja. Wir beeilen uns, dann können wir es noch mal erwärmen. Cool. Du musst was mit deiner Figur musst machen. Du auch. Was? Figur. Welche Figur? Ja, er arbeitet doch dran. Guck dich mal an.